So, moin moin, Gut, Dennis, hört die willkommen Sache zu einer noch. weiteren Folge Bausimulator in der Folge 2 dieses Mal. Hier auf der, ich nenne es mal Amerika-USA-Map. Ich habe hier mein amerikanisches Fahrzeug. Wir sollen in den Pritschenwagen steigen und soweit ich das noch in der Richtung Erinnerung habe, wie ihr es bestimmt jetzt im Vorspann gesehen habt, müssen wir jetzt irgendwo hinfahren. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wohin wir überhaupt nochmal mussten. Müssen wir. Pritschenwagen haben wir doch gar nicht hier. Ne? Wenn dann höchstens in den LKW hier rein. Folge den Markierungen, um deinen Zielort zu erreichen. Und heute mal an Bord jemand mit in der Party. Ne? Damit es mal nicht ganz so langweilig wird zwischendurch. So, wo war es bei Thema Xbox? Dass du dir eine Xbox eigentlich holen wolltest. Wegen Halo und so. Ja, und dann ist halt die Sache, gell? Wenn ich mir sagen, sowas hole und ein paar Halos da und so zu zocken, gell? Entweder muss ich dann die Spiele kaufen, das sind wir dann, ja, locker bei 900 € insgesamt. Oder man holt sich die Game Pass, sind auch nochmal 100 €. Dann braucht man ja noch ein Headset und sowas alles. Nee, hast du Und schon bei nur der Dings um dabei? drei, vier Spiele, bestimmte Spiele zu spielen, ist ein bisschen fett, oder? Also, ich hatte zu meiner Xbox One hatte ich ein Headset dabei. Es war zwar jetzt nicht das Beste gewesen, aber hatte ich eins schon dabei. Für die Not geht das erstmal Ja, so. bei der normalen S gibt's keins dazu. Okay, wusste ich nicht, ob es da überhaupt irgendwas dazu gibt. Ich habe nur mit der normalen Xbox damals gezockt gehabt, das war geil. Und ich habe hier noch die 360 und jetzt die One. Wobei die One ja hier schon die ganze Zeit lang rumsteht. Da war ich ja auch mal eigentlich Forza spielen wollte. Da hatte ich ja Forza Motorsport mir extra geholt, um das zu zocken. Und ja, vielleicht zeige ich das mal hier. Sprich mit Hab. So, reden wir mal kurz mit unserem Chef hier. Mal sehen, was der Kauz wieder will. Der alte Joe möchte, dass wir seinen Vorplatz hier ein bisschen aufhübschen. Das Forza, sollte kein Forza Problem sein. Motorsport. Das ist Außerdem genauso wie wünscht sich Ford Joe einen Motorsport. neuen Immer Schriftzug Sport auf ist dem der Dach Motor seines Ford. Motels, der vom Highway aus gut zu erkennen ist. Es gibt da Freilich. ein Hotel in der Stadt, das kurz vor dem Abriss steht. Die Kurz vor den Abriss Leuchtschrift auf steht. dem Dach konnte Joe, der alte Leuchtschrift Fuchs, auf dem günstig Dach. erstehen. Und ein Kranfahrer von der gegenüberliegenden Baustelle ist mir noch einen Gefallen schuldig. Du Okay. solltest später dort die alten Leuchtbuchstaben abholen. Doch als Leuchtbuchstaben erstes auch noch kümmern wir abholen. uns um den Vorplatz. Dafür habe ich eine Walze für dich bereitgestellt. Also, steig ein und dann wird verdichtet. Okay, dann verdichte ich mal den Boden, wie ich das jetzt so innehmen konnte. Okay. Kranplätze müssen verdichtet sein. Auf jeden. Na, hier musst du auch mit dem Kennst du Kran das? nochmal. Ja, natürlich. Hier musst du auch mit dem Kran hantieren und so. So, jetzt bin ich mal in der Walze drinne. Kies verdichten. Jetzt haben wir wieder die Option, ob wir jetzt wieder halt die Innenperspektive nehmen oder halt außen. Innen sieht das Ganze halt dann so aus hier. Ja, so sieht das Ganze halt hier innen drinne aus. Ich meine, gut, ist gewöhnungsbedürftig. Was ich halt hier schön finde, ist, dass wirklich das alles an ist. So, machen wir mal die Rüttelplatte-Funktion ein. Jetzt vibriert auch der Controller so ein bisschen. Die Leute, die das wissen möchten. Und da fahren wir jetzt mal hier lang und machen mal den Kiesplatz ordentlich schön hier, ne? Oder den Vorplatz oder wie immer man das hier nennen darf jetzt. Er hat ja jetzt gesagt Vorplatz, aber ja. Das ist mal eine gute Tätigkeit. Ich bin mal gespannt, wenn es sich irgendwann mal dafür jemanden findet, das im Multiplayer zu zocken, wie das dann ist. Wenn man dann im Multiplayer hier so lang. Wie man dann so im Multiplayer hier so lang eiern. Das würde mich gerne mal interessieren. Finde ich eigentlich eine schöne Funktion. Bei Landwirtschaftssimulator gibt es das ja auch. Seit 2012 war eine echt coole Funktion. Da kann man sich schön austauschen. Würde ich auch ganz gerne mal hier wieder mal zeigen wollen. Aber hier, Also. Dennis, aber pro Bau, gell? Bei mir, wir müssen ja bei den Terrassendinger so eine Rinne reinpacken, dass da das Regenwasser abläuft. Was eigentlich auch gar keinen Sinn macht da, weil dazu keinen Anschluss gibt. Das versickert ja dann sowieso im Split. Das hätte man Dinger auch sein lassen können. Ja, alles zugeschnitten so dass unter dem Fensterbrett Stein ist, dass man darauf treten kann oder dass das Aluminium sich halt verbiegt. Dann kommt da die Rinne rein. Ich weiß, die Steine alle perfekt zugeschnitten. Und dann Rinne soll ich reinmachen. Und dann ein bisschen tiefer unter Pflasterhöhe. Weil das Pflaster ja nochmal gerüttelt wird. Und dann auch nochmal tiefer geht. Ja, und jetzt ist die Sache: Das Styropor für Wärmedämmung, was auch alles schon fertig fest und angepinselt haben, ist zu hoch. Man kriegt die scheiß Rinne nicht tief genug runter. Da bin ich gespannt, was der Chef da Montag machen will. Ah ja, das können wir uns natürlich auch eine Variante, ne? Hat er gesagt, er will das Wasser irgendwie vorne ein bisschen weiter anheben, aber selbst wenn man das anhebt,
Dann ist es doch auch wieder ein bisschen schief. Das würde dann auch wieder ein bisschen blöd aussehen. Denke ich mir mal. Ja, da wird sich da bestimmt schon irgendwas einfallen lassen. Keine Ahnung. Weil. Naja. Die soll ja darunter immer ein bisschen Sprit sein. Sprit haben wir auch schon komplett gemacht. Trotzdem ist die Scheiße zu hoch. Minuten, Zentimeter, halben Zentimeter. Müsste vielleicht wieder ein bisschen was abmachen und nochmal neu machen oder so, oder? Da kannst du mit einem Messer rumkratzen, wie du willst. Das kriegst du nicht einfach so ab. Da machst du eher mehr Messer kaputt. Okay. Weil das ist ja ein schönes, hartes Styropor. Und es wurde ja halt mit so einem, keine Ahnung, was das für ein Zeug ist, bepinselt vom Maler. Was er auch nochmal schützen soll. Na, damit es wahrscheinlich in der Erde nicht verrottet. Ja. Spielspeicher. Ich bin mal gespannt. Das Einzige, was mich hier immer noch an dem Spiel ankotzt, ist, dass ständig Spielabsturz ist. Es gab jetzt zwar wieder ein Update, aber bin ich echt mal gespannt. Wie das hier weiterläuft, ob sich hier noch was tut oder nicht. Also mich nur ein bisschen nervt, dass hier die Kameraperspektive, aber ich gewöhne mich langsam daran. Ja. Geht das Ganze eigentlich jetzt ganz gut hier, haben wir das eigentlich ziemlich schnell auch erledigt hier. Hm? Ist das in Ordnung oder soll ich einen Arzt rufen? Alles gut. Und die Frage so, warum die Sorge, die verstehe ich nicht. Verstehe ich genauso wenig wie unsere Regierung, was sie manchmal besprechen. Das Thema lassen wir gleich mal einen Satz vor, weil das... Naja. Ah ja, fertig. Spiel speichert. Wollen wir von den schönen Scholz reden? Ne, danke. Ein geschuldeter Gefallen. Abschnitt beendet. Perfekt. Gut, dann haben wir das beendet. Können wir unsere Rüttelplattenfunktion wieder ausmachen. Steig in den britischen Wagen. Okay, also lassen wir jetzt also hier die Walze einfach stehen. Okay. Warte mal. Ich mache mal den Gehörschutz jetzt erstmal hier ab hier. Das sieht ja verboten aus. So, flitzen wir mal schnell rüber. Und holen mal dieses Teil, was der da gesagt hat, diese Leuchtbuchstaben. Gut, jetzt vor allen Dingen, ist lustig, er steht eigentlich noch links neben mir an der Straße. Ich kriege aber trotzdem von ihm eine SMS. Auch gut. Jetzt fahre zu, was? Monument Hotel und besorge die Dings. Okay, dann besorgen wir das mal. Ich fahre bestimmt wieder jetzt wie ein Friseur. Also wenn ich doch mal ein bisschen reeller fahren soll, dann sagt mir das gerne mal. Ansonsten fahre ich einfach so, wie es mir gerade passt. Einfach mal so querbeet hier so ein bisschen. Soll natürlich nicht heißen, dass ich so in V-Life fahre. Das möchte ich mal ganz klar mit bestreiten. Was lachst du da so? Ich lach nicht. Was war das dann? Geboostet. Ah ja. So, fahren wir mit dem LKW 80 in der Ortschaft. Das ist doch mal Schnäppchen, ne? Wir haben Zeitdruck. Ich muss aufs Klo. Der Polzen guckt schon. Was muss aufs Klo? Schon wieder? Oh, hier ist eine rote Ampel. Geht das hier auch? Da war ein Verkehrsschild. Fahr rüber. Ich bin auch an die Ampel angeeckt, gleich zum LKW, weil ich ein bisschen zu weit links war. Kannst du schön hier in dem Spiel. Ich brauch keine Sau. Und die kannst du da nicht umfahren. Du kannst aber schön im Spiel bescheißen. Fährst immer auf die falsche Farbe, dann erkennt er das nicht. Ah, da kommt Gegenverkehr. Ah! Was gibt's denn? Ist das so lustig? Bist du jetzt schön in den Gegenverkehr reingekracht? Ja, fast, ja. Und dann auch noch eine Kurve und das bergab noch mit einem LKW. Ja, es hieß ja Anbremse und Reisenlenkrad rum. Ja, Tokyo Drift ein bisschen nachspielen, ja? Ja, natürlich, was denn sonst? Warum streame ich das jetzt eigentlich nicht auf so? Das ist da mal was. Vielleicht kommen ein paar Leute. Oh. Jetzt habe ich vorhin ein Auto weggekickt. Ups, Entschuldigung. Hab dich nicht gesehen. Warst zu klein. Gibt's hier einen Blinker? Ah, muss ich das wieder einstellen. Finde ich bei der PC-Version irgendwie besser gelöst als auf der PlayStation. Hier haben wir dann auch wieder Ortschaften, die wir dann auf jeden Fall noch freispielen müssen, will ich jetzt nicht sagen, aber wo wir hingehen können. Da können wir dann auch zum späteren Zeitpunkt eine kleine Schnellreise machen. Oh, da ist wieder eine rote Ampel. Ja, moin, es funktioniert einfach. Ich werde bekloppt.
Oh, Handanker. Ich bin da. Mal hier drauf auf die Baustelle. Hier wird irgendwas abgerissen. Schön, schön. Her damit. Her mit den Sachen. So. Speichert das Spiel? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt hätten wir sicherlich wieder die Option, ob wir wahrscheinlich den Baukran verwenden, um die Teile zu machen. Oder ob wir unseren Ausleger nehmen. Ich würde jetzt... Ne, steig in den Turmdrehkrieg ran. Okay, dann hat sich das wohl schon erledigt. Dann steigen wir mal in diesen riesen Kran hier rein. Oh, geil, was für eine schöne Aussicht. Öffne das, um zu lernen, wie man einen Turmdrehkran bedient. Ne, brauche ich nicht. Oh, das wird noch teuer. Innen. So. Mal runter machen hier den Senf. Ich weiß, wie das funktioniert. Sehen ja schon Fachmann im Kräne ausfahren und einfahren, ne? Kräne? Ich hab nicht Kräne verstanden, gell? Nicht Krähe. So, da haben wir schon mal den ersten Buchstaben hier am Haken. Wo muss ich denn überhaupt hin jetzt mit dem Ding? Oh, was für eine geile Aussicht mit den Bergen im Hintergrund. Ich muss erstmal kurz die Kamera bewegen. Wo muss ich denn hin? Ach, da steht mein LKW. Und einmal runter bitte den Senf. Voll, das sehe ich ja nicht. Da ist ja voll der Kran im Wege. Toll. Wie soll man das denn jetzt sehen? Da ist genau die... Also, die haben das Fenster so blöd gemacht. Das ist ein kleines Guckfenster. Wie sollst du denn da durchgucken? Das siehst du doch gar nicht. Jetzt echt mal jetzt, wie sollst du denn das machen? Du musst ja doch auf die Außenperspektive gehen. Aber ich war sogar schon richtig, oh, lol. Fast. Naja gut, okay, eins haben wir schon mal. Machen den Kran wieder nach oben. Können ein bisschen schneller gehen nach meinem Geschmack. Du hast Geschmack? Ja. Vor allem wisst ihr, was der für Buchstaben nimmt? Vor dem Hotel nimmt er nur das M, das O, das T, T und das I. Die anderen nicht. Verstehe ich jetzt nicht, warum. Okay. Hätte auch die anderen auch nehmen können. Vor allem, warum reißen die das weg? Ist das bestimmt auch noch ein Auftrag, den wir dann in der späteren Zeit mal bekommen werden? So ein komplett an... Nee, das ist ein T. O, also M-O-T-T-E-L. Motte. Soll das wahrscheinlich dann heißen. Abmarsch mit dir. Gibt's hier nicht einen Turbo Boost Modus? Ja, da den Tokyo Drift Knopf. Da gibt's, da hast du einen Boost. Cool. Da sitzt wirklich noch in dem Kran drin. In der heutigen Kräne ist es ja so, dass der wie die Fernbedienung gesteuert wird. Dass gar keiner mehr in den Kran hoch muss. Also ich weiß noch an den Bausimulator 2012, den ich damals mal hatte, der war cool. Das war aber nur eine Demo-Version. Oh, oh, oh! Ich schmeiß die Schilder gerade runter. Hups. Da kann man es natürlich auch verladen, ne? Indem man es einfach mit dem Kran runterschmeißt. Packe ich den Mist jetzt hier. Ladungssicherung gibt es hier heute mal fehl am Platz auf jeden Fall, meine Damen und Herren. Florian, ne, der Flo Z, also Duschman hat jetzt auch übrigens TikTok. Florian hat er schon lange TikTok oder nicht? Nein, erst seit 2 Wochen. Er war nie so auf TikTok oder auf anderen Sozialen gesehen? Nein. Er hatte nur YouTube, aber kein TikTok. Hat er mir extra gesagt gehabt, ich war der Erste. Ja, eine Woche, oder? 2 Wochen, 3 Wochen oder so hat er gesagt gehabt, hat er erst TikTok. Kommt er voll länger vor. Nee, nee. Hat er mir extra gesagt gehabt, ich war der Erste gewesen, wo er mir gefolgt hat.
Weil das habe ich auch gesehen, er hatte auch nur 3 Follower gehabt. Also nicht 2 und nicht 2, ja. Mit mir waren es 3 und Christian hat er dann noch. Weil Christian hat ihn dann noch abonniert, weil ich ihm das gesagt hatte. Ja. Adi du di. Weiß ich nicht, warum die anderen nicht haben will. Vielleicht, weil nur die paar Buchstaben da drauf passen. Und Abmarsch mit dir. Dö, 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 dö. Ein fliegendes L kommt dir geflogen, meine Damen und Herren. LLL, wir machen LLL. Drehen den Senf noch hier ein bisschen und runter mit der Jauche. Ja, ich komme gleich. Ich bin noch frisch. Erscheinen reicht. T26 aufrufen. Siehst du, ich wollte ja eigentlich auch Dings machen. Siehst du, muss gleich die Dateien mir rüber mal ziehen. So. Jetzt haben wir das verladen. Steigen wir mal in den Pritschenwagen. So, Ladungssicherung gibt es wohl jetzt hier nicht, oder was? Okay. Okay, dann wird halt die Ladung nicht gesichert, auch gut. Ich weiß nicht, wer was Hope, der die Buchstaben braucht. Schnelle. Doch, doch. 1,5 Kilometer müssen wir jetzt fahren. Und ich finde es auch extrem gut, wie der LKW qualmt. Schön schwarz. Schöner Dieselgeruch. Das fahren wir natürlich wieder raus aus der Stadt. Nehmen natürlich wieder auf dem Weg 6 rote Ampeln mit. Weil wir es ja können, ne? Ich habe keinen Bock, die jedes Mal zu bezahlen. Keinen Bock auf jeden Fall, die Dinger immer zu bezahlen. Weil das werden wir dann auf jeden Fall auch in der Kampagne hier, ich weiß, haben werden müssen. Ja, du weißt schon, wie ich meine. Ne, das muss ich jetzt nicht bezahlen. Ich habe noch 25 Riesen. So, wir fahren hier mal mit geschmeidige 70. Mit einem, was ist denn das, 40 Tonner? 60 Tonner? Ich weiß nicht, was in Amerika das für LKWs sind. Jetzt nehmen wir natürlich den Schwung mit und fahren hier natürlich nach oben. Könnt ihr mir gerne mal was sagen, was das hier für gegebenenfalls für eine Maschine ist? Beste. Und schon haben wir Probleme hier hochzukommen. Wir fahren von fast 50 auf 30 runter. Ja, das ist ein LKW. Aber es ist ein amerikanisches Modell. Weil es auch amerikanische Fahrzeuge gibt. Nee, momentan haben wir jetzt gerade nur eine LKW. Kann man eigentlich hier auch über die Peri fahren? Nee, ich bleib mal lieber auf der Straße, nicht, dass ich mich irgendwo noch verfahre. Ja, es wird natürlich jetzt wieder eine sehr, sehr lange Folge. Das möchte ich gleich mal voraus sagen. Ich weiß nicht, ob ich das halbiere oder so. Es sind nur noch 800 Meter. 800 Meter. Nö, ich halte da nicht an. Weil ich da jetzt nicht anhalten möchte. Wenn Weiher kommt. Dann verhaften sie mich. Das ist sowas. Das ist aber kein Need for Speed. Oh. Angeeckt. Ah ja. Was denn? Jetzt muss ich die Dinger wahrscheinlich auch noch abladen.
Baumaschine parken. Hab ich doch. Piep. Kranplätze müssen verdichtet sein. Was, wenn nicht? Schmeißt du den Schmelzkäse nach Rentner? Könnte passieren. Nein, Spaß natürlich nicht. Ja, der Spruch, der war schon ehrlich, oder? Was ist, wenn Call of Duty Warzone Mobil rauskommt? Ja, was soll denn sein? Soll ich der mit Schmelzkäse nach Rentnern werfen oder was? Steuerung ist natürlich wieder sehr gewöhnungsbedürftig hier. Kann ich den Haken nicht ablassen? Ey Dennis, ich schick dir mal ein Video rum, da hat jemand geiles Tattoo fast in sein Auto eingebaut. Was ein geiles Tattoo. Hoppala. Subwoofers. Ach, Subwoofer. Sein Auto eingebaut. Ich hab verstanden. Geiles Subwoofers sind mehrere. Okay. Digga, die mach ich Rambazamba. Ich mach auch gleich Rambazamba. Ja, schau dir mal an. Das ist schon heftig. Soll ich denn die abladen hier, die Dinger? Baumaschine parken, hab ich doch. Ach, abladen muss ich aber nicht, oder was? Warte mal. Wird Baumaschine abgeladen und warte. Muss ich die jetzt noch? Hey, da steht doch nur Baumaschine parken, hab ich doch. Warte mal. Was ist jetzt passiert? Na, ich habe einfach auf Zurücksetzen gemacht und ich hatte ja gerade so einen Buchstabe am Kran dran gehabt. Den habe ich dadurch automatisch fallen lassen. Der ist jetzt ganz oben vom Haus runtergeknallt. Stell dir vor, da stand einer, der hat jetzt sogar Kopfschmerzen. Also, jetzt. Ach, jetzt. Ja, schau dir mal die Subwoofers an. Warte kurz. Jetzt muss ich. Ah, jetzt muss ich das doch wahrhaft wirklich nochmal machen. Hat sie mich nicht erkannt. Muss nochmal das Ding ausfahren. Hallo? Kriege ich den Buchstaben jetzt überhaupt hin? Muss ich erstmal ausfahren, das Ding. Ah, jetzt kann ich es aufheben wieder. Ah, cool. Ich bin Fachmann. Tja, ich bin Fachmann. Nee, nee. Oh, mach ich heute nur Blödsinn.
Ja, ich muss da erst mal wieder. Krieg das Ding nicht höher oder was? Doch. Wollte schon gerade sagen, hä? So. Sache von Sekunden hier, das zu verbauen. Ja, es geht ja nicht weiter. Ich krieg den Arm hier nicht weiter gedreht. Warum auch immer. Ach so. Naja, egal. Was habe ich doch gerade schon aufgehoben? Ach nee, noch nicht. Muss ich gleich machen. Erstmal hoch mit der Kacke hier. Ja. Das wollen wir da drüben verbauen, gell? Aber länger geht der Arm hier nicht. Und ich musste mich an die Position stellen. Das ist schon komplett ausgefahren, Sophia. Mit der Steuerung muss ich ja noch um einiges klarkommen. Ja, das ist noch nicht so richtig das Wahre vom Ei. Aber es geht. Wir machen uns. Das ist aber ein O. Nein, das ist ein Reifen, aber das ist ein O. Okay. Ah ja, Sophia. Ich muss ein bisschen mein Ding ausfahren. Hallo? Der Dingskirchen-Dings, gell? Du meinst den Ausleger des Kranes. Na, dann sag das auch, weil sonst klingt das komisch. Daran nicht lustig. Du hast doch so ein Blödsinn gesagt, nicht ich? Ja, wusste ich doch. Der hat das nur genommen gehabt, weil es von dem Mount-Dingsbums da dann als neues Wort Motel heißen soll, die Leuchtbuchstaben. Steuerung, ey, echt, das ist wirklich Katastrophe hier manchmal. So, fertig. Mal wieder zurücksetzen. So. Wurde das wieder eingebaut hier auf jeden Fall? Was ich mache ich jetzt? Ich mache jetzt erstmal mein Schneideprogramm auf hier. Baustelle räumen. Pack mal das Scheißding einfach mal hier. Sprich mit Hope. So, dann muss ja die Baumaschine ja hier mal. Was sagst du, Chef? Na, wie habe ich das gemacht? Habe ich schön die Schilder kaputt gemacht oder wie sieht's aus? Da wird der alte Joe aber Augen machen.
So gut sah der Vorplatz nicht mal bei der Eröffnung des an. Baustelle mit auch Chef und so. Da habe ich auch ein Video. Einwandfrei, ja? Und das Motel ist endlich wieder vom Highway aus zu erkennen. Jetzt raussuchen. Jetzt finden sicher auch wieder ein paar Reisende den Weg hierher. Du hast doch noch einen Moment Zeit, oder? Dann treffen wir uns gleich. Aber hier schau dir mal das erste Video an und jetzt ist es hier schicker. Jemand unsere Hilfe. Das würde ich aber sagen, mache ich mir aber in der nächsten Folge, damit das jetzt nicht zu lang ist, weil das, wir haben es jetzt schon ziemlich lang. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier den Vorplatz, sage ich jetzt mal, frisch verdichtet und haben quasi aus einem alten Abrisshaus die Leuchtbuchstaben geholt, hierher transportiert und da oben platziert, befestigt und ja. Wir haben dafür 25.000 Euro erhalten, ist ein schöner Auftrag. Jetzt müssen wir ein Fass ohne Boden machen, das würde ich aber sagen, machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten dieses Dings, ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es ziemlich lang gewesen ist. Aber wie denn auch sei, ich hoffe, es hat euch gefallen. Also schaltet wieder in der nächsten Folge ein. Ich würde mich natürlich freuen hier. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.